Weiter geht's mit einer neuen Folge Horizon Forbidden West. Letzte Folge, darüber reden wir am besten gar nicht. Schaut es euch selbst an, da ist mir überhaupt nichts gelungen. Genau, wir sind jetzt hier beim Endsport. Wir haben jetzt hier noch ein paar Rebellen zu erledigen. Ja. Genau, das machen wir jetzt einmal schnell fertig. Wenn euch das Ganze in der letzten Folge gefallen hat, was eigentlich hätte nicht sein dürfen, denn die war wirklich schlecht, die Folge. Also selten so schlecht gewesen. Genau, lasst doch gerne eine kostenlose Bewertung da, würde mich trotzdem freuen. Ich werde aber hier nochmal die restlichen Rebellen einmal beseitigen, genau. Zack. So, ein bisschen hier Heilung mitnehmen. So, und jetzt haben wir, glaube ich, noch einen Rebellen hier oben. Genau, was ich brauche. Ein bisschen Kühlsaft. So, hier oben war, glaube ich, noch einer, ne? Sichtkontakt! Aua. Zack. Aua. Hä? Wow! Wow! Der haut echt mies rein. Ich sehe ihn nicht mehr. Wo bist du? Daneben. Hä? Müsste doch eigentlich jetzt mal tot sein, oder nicht? Jetzt aber. Hä? Immer noch nicht? Gut, ich hab's hier. Den nehme ich jetzt, ja. Gut, jetzt haben wir hier noch irgendwo einen. Muss ich jetzt mal kurz gucken, wo die jetzt noch sind. Das waren alle. Was wollten die Rebellen hier? Finden wir es raus. Sehen wir uns um. Ich dachte, ich hätte was beim Damm gesehen. Also ich muss sagen, diese Mission war echt eine schwere Geburt. Aber ich habe mich auch nicht so gut irgendwie angestellt. Nee, Aloy, bitte nicht. Aloy. Oh Mann. Das Ding ist, in der letzten Folge, ich bin da gefühlt 8-mal runtergefallen und musste die ganze Zeit wieder darauf klettern. Das hat mich so viel Zeit gekostet. Naja. Das erklärt all diese Maschinen. Aber was soll der hier? Vielleicht hilft mein Fokus. Komm zurück, Aloy! Ich hätte auch die Rebellen hatten hier eine große Operation. Es muss noch was geben, was uns verrät, was los war. Ich dachte, ich hätte Ausrüstung bei den Fällen gesehen. Was haben wir hier? Maschinenschrott und kaputte Verderberteile zum Überbrücken. Haben die Rebellen sie hier getestet? Also sind all diese toten Maschinen was? Fehlschläge? Vielleicht. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, dass es
Fehlschläger waren. Ich dachte, ich hätte Ausrüstung an den Klippen bei den Fällen gesehen. Warte mal, hier haben wir noch ein lilanes Vorratslager. Das nehmen wir natürlich mit. So. Fokus. Ah, da hinten. Da hinten können wir noch Sachen untersuchen. Wo war das jetzt? Hilfreich, wenn ich das im richtigen Moment treffe. Hier hätten wir auch noch was. Was ist das denn hier? Was untersuche ich denn jetzt als nächstes? Ich glaube, wir gehen erstmal hier rauf, oder? Let's go. Einmal rauf, genau. Ordentlich Kühlsaft. Der Beutel ist voll, aber im Rucksack ist noch Platz. So. Ich hätte mir noch ein bisschen Kühlsaft. Immer schön alles mitnehmen. Denn man weiß halt nie, wann wir nochmal Kühlsaft brauchen. Gerade für diese ganzen Feuer. Genau so. Mach das noch mal. Ja, mach ich doch. Was haben wir hier? So eine goldene Truhe. Nice. Gut, aber jetzt sollten wir mal mit dem Fokus nochmal gucken, wohin wir sollen. Ah, hier oben, ne? Eine Nachricht. Von einem der Söhne des Prometheus. Demnach wollten die Rebellen weg, beschlossen aber den Damm zu bewachen, als sich das Wasser klärte. Sie sahen eine Chance und ergriffen sie. Okay. Wohin jetzt? Wohin jetzt? Warte mal. Hier waren wir auch schon. Da gibt es hier oben vielleicht noch irgendwas. Nee. Waren wir hier nicht schon drauf? Ich warte hier. Erfrischend, schätze ich. Okay, ne, hier haben wir nichts mehr. Da müsste bestimmt noch hier hinten irgendeine Information sein. Fokus. Schrotthaufen durchsuchen. Was haben wir hier? Nee. Ah, da drüben, oder nicht? Hier. Sollen wir das hier untersuchen? Nee. So, warte mal. Wo waren wir denn jetzt noch nicht? Wir waren hier oben auf jeden Fall. Das weiß ich.
Aber mein Fokus sagt halt auch nichts mehr, außer hier. Was ist denn das? Braune Ratte. Okay, das sollte ich ja... Könnte im richtigen Moment nützlich sein. Keine Daten verfügbar. Rebellensoldat. Oh, das Wildschwein macht so einen Krach. Ah, da oben. Wir müssen nach da oben. Ich seh's. Hier hin. Gut, und dann müssten wir eigentlich alles haben. Ah, es wurde eben gerade noch nicht angezeigt, oder? Ein Treffer damit könnte viel Schaden an... Richten. So ein Ding ist auch im Heim, in der Arena, um Maschinen auszuschalten. Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Die Rebellen haben Maschinen hergelockt, um sie zu überbrücken. Aber sie erwischten nicht alle. Also töteten sie einige mit der Balliste und der Damm entstand. Als sie merkten, dass dadurch das Blutjoch nicht mehr weggespült wurde, blieben sie und bewachten den Damm. Elende Feiglinge! Uns vergiften, bis wir dahin siechen! Wer dann? Kannst du ihn einreißen? Ich seh's mir mal an. Okay, ich warte hier. Ich sollte den Damm scannen. Vielleicht gibt's eine Schwachstelle. In den Damm steckt ein explosiver Beutel einer Maschine. Ein Treffer und alles fliegt in die Luft. Ich muss ihn nur irgendwie freilegen. Kommen wir denn hier rauf? Nee. Vielleicht kann ich ihn aus dem Fenster ziehen. Und den Beutel freilegen. Was hat sie jetzt gesagt? Vielleicht kann sie ihn aus der Dings ziehen, ne? Warte, dann müssen wir hier rauf. Ne, nicht wieder runterfallen, ey Leute, bitte. Gut, also hier kommen wir nicht weiter. Vielleicht kann ich ihn auseinanderziehen. Und den Beutel freilegen. Kann ich nicht ziehen. Okay, also hier komme ich schon mal nicht weiter. Vielleicht kann ich ihn auseinanderziehen. Ah, hier. Den Beutel freilegen. Okay, ich hab's gesehen. Jo. Da ist der Beutel. Nur ein starker Treffer kann ihn sprengen. Und ich kann nicht beides gleichzeitig. Die Balliste. Ateka! Kannst du mit der Balliste feuern, während ich das Ding aufhalte? Schon dabei. Das funktioniert. Festhalten. Oh, hoffe, das funktioniert. Yo, 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 yo. Ja, es funktioniert. Ein bisschen Schmerz, ja, aber warum denn halt nicht? Schön geflogen. Ha, ha. Geschafft. Es ist fort. Nach all der Zeit sind wir das giftige Wasser endlich los. Danke, Aloy. Ich muss zurück nach Dornmarsch. Komm.
Komm zu mir, wenn du kannst. Du verdienst eine Belohnung. Ja, das machen wir. Definitiv. Gut, diese Mission dann, ja, quasi in 2 Folgen geschafft. Zwar ein bisschen lange gedauert, aber immerhin, ne? Gut. Das Dornmarsch. Die Rebellen haben es ausspioniert. Wäre ein schöner Gleitflug. Ja. Den werden wir auch machen, den Gleitflug. Werden uns jetzt natürlich noch die Belohnung abholen. Wir haben auch 4 Fertigkeitspunkte, das habe ich gesehen. Genau. Ich glaube, da komme ich nicht ganz an, oder? Ja, doch. Ist schon okay so. Gut, holen wir uns unsere Belohnung. Und werden dann... Eine Ehre, dich zu grüßen, Ateka, wo bist du? Hier. Die Leichen der Gefallenen werden ehrenvoll markiert und begraben. So, da wären wir. Aloy, ich erzähle, was du am Damm vollbracht hast. Wir beide. Wir waren es gemeinsam. Das stimmt. Sieh dich um. Dornmarsch ist vom Blutjoch befreit. Wir müssen das Gift nicht mehr fürchten. Zum ersten Mal seit Monaten können wir unsere Wunden mit sauberem Wasser reinigen. Und wie fühlst du dich, Sella? Bereit für die Jagd. Noch nicht. Kleine Kriegerin. Ich versprach dir eine Belohnung, die angemessen ist. Ich wüsste nichts Passenderes als das. Danke. Wohin dich deine Reise auch führt, Aloy, fliege stets auf den Flügeln der 10. Gut, Blutjoch abgeschlossen. Wir haben jetzt 9 Fertigkeitspunkte. Das ist schon krank, viel. Und die werden wir natürlich jetzt auch erstmal einlösen. Also, Kriegerin. Zack, den machen wir jetzt hier voll. Dann werden wir... Waffentechnik. Okay, finde ich jetzt nicht so nice, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, Jägerin. Ich arbeite ja viel mit Pfeilen und Bogen. Deswegen. Let's go. Einen haben wir noch, egal. Gut, Aufstieg 36. Machen jetzt die nächste Nebenmission. Quest, Hauptneben, und die ist das verlorene Wahr. So, wohin müssen wir denn jetzt? Karte. Habe ich die jetzt gar nicht ausgewählt? Wir haben hier auch noch... Ah, das ist ein Rebellenlager. Ich würde gerne halt nochmal eine Brutstätte irgendwann nochmal übernehmen, ne? Was ist das hier? Ah! Leute, die machen wir morgen in der nächsten Folge. Brutstätte. Brutstätte sind immer wichtig, weil wir dann mehr überbrücken können. Genau. Die werden wir jetzt nächstes machen. Hundertprozentig. Oder fangen wir da jetzt schon an? Ja, die Folge geht jetzt hier 19 Minuten. Wir können ja schon mal hinreiten, Leute. Wir können ja wirklich schon mal hinreiten. Wir müssen halt wirklich gut ausgerüstet sein, weil Brutstätten sind echt. Boah, die sind fies. Und vor allen Dingen auch nicht einfach. Genau, aber das sollten wir schaffen. Das sollten wir irgendwie schaffen. So, 10. Hier nochmal ein paar herstellen. Wir sollten auch gleich noch mal ein bisschen Holz sammeln. Ich möchte gar keinen Stress.
Und let's go. Auf zur Brutstätte. Ich glaube, das haben sie geändert. Ah, nee, doch nicht. Ich konnte eben irgendwie nicht sprinten. Noch mehr Rebellen. Ich hörte, hier wären welche. Wenn ich den Anführer erledige, geht der Rest vielleicht auf. Gut. Eine Botschaft. Verborgen im Dschungel. Da drin sind bestimmt Daten. Der Eingang ist zugewuchert. Da komme ich nicht durch. Vielleicht führt noch ein Weg hinein. Scannt ihr ruhig. Eine im Dschungel verborgene Brutstätte. Wenn ich ihren Kern erreiche, finde ich dort bestimmt Daten zur Überbrückung neuer Maschinen. Yes. Ist halt die Frage, wie wir da jetzt... Wir müssen noch da, ja. Gut. Diese Wände. Die zugewucherte Brutstätte, die ich entdeckte. Vielleicht gehört das hier dazu. Muss es. Gut, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Es bleibt spannend. Genau. Wir gucken, was wir hier Neues erreichen können. Haut rein. Ciao.